So, wir kommen jetzt zurück bei GTA Online. Hallihallo. Hallo. Alle wieder am Start hier. Auf Warum haben wir jetzt vier Sterne? Weiß nicht, aber wir haben Kollegen mit dem Boot, seht ihr? Zwei Kollegen, was machen die da unten? Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Das sind drei Kollegen, die ich kuscheln zusammen. Mich auch, ja, die fliegen auf dem Boden rum da alle und jetzt liegen sie hinten auf euch. Komm, den kriegen wir. Komm raus hier mit dir. Raus. Aus, sieht Leute, raus. Ekelhaft aus. Ja. Bis ans Ende der Map und noch viel, viel weiter. Warum haben wir Cops? Ja. Schön. Oh, so. Die Cops sind immer noch bei uns, ne? Ja. Oh Gott. Wie können wir die nur ab... Wer hatte denn die tolle Idee, vier Sterne zu haben? Ja, wer das war das? Das war schon so. Kann nur der Tommy gewesen sein. Ja, wunderbar. Überhaupt nicht. Boah, überhaupt nicht. 616, ich glaube, jetzt ist... Komm, ich glaube, wir müssen jetzt... Wir opfern uns mal. Was? Nein. Nicht? Boah, Haftbomben. Huch. Ich hätte eine Haftbombe geworfen. Sie sind hinter uns her. Oh, der Sonnenuntergang ist so schön. Oh. Ich mag GTA. Während hier die Waffen um deinen Kopf rumgehalten werden. So viele Kugeln fliegen an dir vorbei. So, der Sonnenuntergang. Dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Ihr habt Sonnenuntergang? Viele. Ja, du nicht? Nee, bei mir ist es 17 Uhr. Boah, guck mal, wie viele Boote uns jetzt schon verfolgen. Ich pack den Mittelfinger auf. Ihr könnt sich mal. Ihr könnt sich mal. Blöd. Das ist echt so ein Moment, wo ich vermisse, dass wir keinen Granatwerfer gerade hier, also zumindest keine Munition haben. Ja, der ist so teuer. Was macht 616 da? Nein. Okay, zünde. 616, zünde. Ich habe keine Bombe da. Achso, ich dachte, du hast welche am Boot gemacht. Nee, aber ich habe einen Granatwerfer und den wollte ich benutzen, aber jetzt bin ich ausgestiegen. Okay, warte, wir holen dich. Lass dich nicht zurück. Hier im was? Der ist noch einer rausgesprungen. Ich ist auch rausgesprungen, einfach gerade. Curry, bist du tot? Nein, ich sitze nur voll gelangweilt. Okay, sah so aus, als wärst du tot irgendwie. Nummer 1. Okay, Reschi, Entschuldigung, Reschi. Sie kommt, Scheiß sie kommt. Bullen. Sie erscheint im Boot, nein, sie kommt an im Boot. Da ist sie. Da ist Reschi. Hinter uns. Was eine Höllenfahrt. Oh nein, die Reschi ist wieder raus. Nein, scheiße. Und 616 ist tot. Oh nein. Ah. Oh. Und ich sitze hier einfach nur gemütlich. Ja, das ist da wirklich nur gemütlich. Das ist hier keine Kaffeefahrt, Mann. Hilf uns. Ich hab keine Muni mehr. Okay, wir holen 616. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Das macht Reschi da. Boah. Das ist ein cooler Folgen. Anfang. Hier, wie die Arme rumwackeln von den ganzen Lenken, nicht lecken. Lenken. Oh Gott, was ist denn los hier heute? Entschuldigung. Was war so. Zwischen Lenken und Lecken, wo ist schon der Unterschied? Oh, was? Sorry. Falsch lenken und falsch anvisiert. Die Sache vom Tommy ist immer super, ey. Oh Gott, da sind ja auch Helis überall. Was machen wir hier? Oh! Ey, wer war das? Nein! Okay. Okay, Freunde. Haben wir noch schöne Kurzgeschichten jetzt? Schöne Kurzgeschichten. Dann sag mir nochmal Bescheid, was habt ihr jetzt? Hallo. Warte, ich lese einfach mal was vor. Spielt das Leben eines reichen Mannes und seiner Frau nach, die mit dem Flugzeug in ihren Urlaubsort fliegen, mit dem Fahrrad vom Hotel aus eine Tour zum Mount Chiliad fahren und wieder zurück zum Hotel und auch noch einen Helikopterrundflug machen, wo sie abstürzen und sterben, Ende. Sehr emotional. Sehr kurz. Sehr kurz, Curry. Danke, dass du die kürzeste. Nein, ich hab nur den Anfang gelesen, also den ersten Satz, und dann. Das hörte sich so gut an. Und dann konntest du nicht aufhören. Das heißt, wir müssen das machen. Das scheint wohl sehr spannend. Nein, ich hätte aber auch noch eine kurze. Aber von wem war denn der Vorschlag? Von Georg Richter. Ah, okay. Aber ich meine, ein Hotel und dann zum Mount Chiliad mit dem Fahrrad, das dauert schon eine Ewigkeit. Das dauert echt eine Weile. Das könnte man verbinden mit dem ganz normalen Tag. Ja, das stimmt. Das könnte man echt mal machen. Und ich hätte noch eine, warte, wo war die denn jetzt? Hier. Von Deborah Palazzo. Holt euch ein bis zwei Wohnwagenautos mit Koffern drauf und fahrt dann zum Strand und singt am Lagerfeuer. Wie als würdet ihr campen gehen? Die Deborah haben wir, glaube ich, letztens in der U-Bahn getroffen hier. Was? Ja. Was? Zufällig. Ja. Echt? Ja. Oh. Da erinnere ich mich sogar noch. Und dann? Ja, das wäre halt, weiß ich nicht, fand ich halt ganz cool so. Ne? Ja, dann können wir die beiden doch eigentlich verbinden mit dem normalen Tag so ein bisschen. Das stimmt, dann könnte man ehrlich so tun, als wenn wir alle in Urlaub fliegen und dann, genau, der 616 mit seiner 616 Airlines bringt uns dann nach Los Santos. Genau. Ey, das wäre doch mega.
Gut. Aber das wird dann eine mega krasse Folge werden. Die dann. Dann sollten wir das tun. Ich hab auch gleich den Popel hin. Wollt ihr das jetzt machen? Das bleibt, wir können entweder jetzt ein paar kurze. Okay, machen, dann machen wir das so, dass wir dann die halbe Idee von dem Georg nehmen, dass wir dann das machen mit dem Urlaub und ins Hotel und dann knüpfen wir dann an, dass wir dann zum Strand fahren. Weil das ist nämlich nicht so weit. Hör auf, mich voll zu popeln. Was habe ich da hinten an der Hose? Voll die Kruste. Entschuldigung. Aber das ist auch auf jeden Fall besser, als wenn wir da mit dem Fahrrad zum Mount Chiliad fahren, weil das ist nicht so lang dann. Ja, nee, es ist auch gut, dass du zwei verbindest dann. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum Flughafen. Jo. Steigen alle in ein Privatjet und dann fangen wir halt an mit dem Schauspiel. Okay, das Schauspiel. Ja, denn das tun Schauspiel, wir dann sind mit hochprofessionelle Schauspieler. Zwinker, zwinker. Wir sind voll die Debitors. Muss ich mal sagen, weil... Voll die Debitors? Die hat da bei den Let's Play Poker einmal so eine Szene gehabt, da musste ich voll... Was war das denn? Das war ja cool. Was denn? Rishi, du bist ja bunt gestorben. Da hat der Debitor voll lustig geschauspielert und seitdem, sag ich mal, rumdebitoren. Okay, lacht also selbst machen, darüber. Machen wir das dann von der Deborah und dem Georg zusammen? Gerne. Okay, gut, warte, ich hole mal einen Heli und dann können wir zum Flughafen. Ihr könnt ja da in der Zeit noch ein paar Leute töten. Leute töten. Ich weiß genau, was ihr tut. Danach machen wir 1000-mal Flugschule. Oh nein. 1000-mal. 1000-mal probiert. 1000-mal ist eskaliert. Ja, aber echt. 1000 Explosionen. Noch so ein Song, den Carina vortragen könnte. Und danach eine Fusion. The Forest. Hör auf jetzt. Entschuldigung. The Forest wollten wir auch noch spielen. Ohne Scheiß, das wollten wir eigentlich machen, ja. Ja, mach das mal, das ist echt lustig. Also wir haben auf jeden Fall... Ich meine hier, GTA. Stimmt. The Forest. Es verrate doch nicht alles. Ihr seid doof. Ich werde es schaffen, ich werde hier hochkommen. Ja, ich schaffe. Ja, wir schaffen das. So, Heli ist da. Oh, jetzt können wir auch gar nicht alle mitnehmen, ne? Oh. Ich kann mir ein Taxi nehmen. Aber ich glaube, ihr seid dann schneller da. Oder du machst das. Ich fahr zum Militär. Aber du bist doch nicht bei uns drin, Pandoria. Ja, ich bin hier oben. Muss nur einsteigen. Warte. Dankeschön. Ups. Oh mein Gott. Ich glaube, das klappt nicht. Oh, das sieht aber gut aus. Oder doch? Ja. Wow, cool. Wow, krass. So, ab zum Flughafen. Total elegant. Und drei Sterne. Der 616 kommt nach. Wir brauchen dich ja als Piloten. Ne? Ja, also, ja. Da musst du aber gleich auch, wenn wir so im Landeanflug sind, da musst du auch so eine Ansprache halten. Und dann müssen wir alle klatschen, wenn wir gelandet sind. Boah, wir müssen die Tage noch eine ganz lange GTA-Session machen. So bis wir ganz müde sind. Ich meine, die müssen wir so oder so machen. Bis wir ganz müde sind. Und dann müssen wir völlig übermüdet ein paar Folgen aufnehmen. Oh, die Challenge auch. Die Satzstellung war jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Und dann ist man auch immer total durch und albern und checkt nichts. Eigentlich so wie immer, aber noch so zehnmal schlimmer. Wir holen jetzt ins Let's Play, dass man so real life erstmal so 3 Tage nichts essen darf. Und sich so aushungern muss wie Christian Bale. Also willkommen bei GTA Online. Und gucken mal, wie dann die Folgen werden. Das wäre so krass, Das stimmt. Tag 1, Tag 2. Ja, genau, das Experiment. Ja. Oh. Eine Woche ohne Schlaf. Boah, Alter. Und GTA 24 Stunden. Leben in GTA. Da wird man doch wahnsinnig. Tag 24, Rishi, ja. Hört nicht auf. Das wäre so krass. Woher kommt das nur? Sie hat doch gar nichts gegessen. Stimmt. Lass mal den Guinness Buch der Rekorde aufstellen für die längste GTA-Spielzeit am Stück. Ah, ich glaube, da hinken wir ziemlich krass hinterher. Das glaube ich aber auch. Wahrscheinlich so jemand so einen Monat am Stück. Bestimmt gibt's sowas, ja. Ja, bestimmt. Warte, die Sonne geht jetzt unter, ne? Welches Hotel? Wir müssen uns auch ein Hotel aussuchen. Das Orlando. Ah, ne, das wird ja hier noch gebaut, Orlando, oder? Orlando gibt's hier erst. Eine Baustelle hier. Ja, ihr könnt euch ja eins raussuchen. Ihr kennt euch da ja eher am besten mit aus. Ja, nee, mit Hotels nicht so in L.A. Ja, aber ihr meintet doch letztens, da waren wir auch, da standen wir davor, da meintet ihr, da wärt ihr drin gewesen. Ja, aber das ist hier eine Baustelle. Das ist nee, noch ein anderes. Oder da wart ihr mal kurz drin oder so, habt ihr gemeint.
habe doch auf jeden Fall noch von einem anderen Hotel. Der Track verzögert sich, oh nein. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ich bin empört. Schreib mal liebe Grüße. Liebe Grüße, ja. Oh, danke. Autokultur, super. Dann willst Grüße du, dann willst du eine Aufnahmesession machen, wenn wir ganz müde sind. Wie soll das denn dann aussehen? Das wird krass werden. Auf der. Aus der. G. Ach, ich kann hier nicht schreiben mit dem. G. T. A. Aufnahme. So. Geil, alle aussteigen. Da gerade alle den Stream gucken, ist das sowieso sinnlos, aber vielleicht liest es ja irgendjemand. Hey, du darfst nicht einsteigen. Irgendjemand kocht hier. Wir müssen auf den Piloten warten. Steig gar nicht ein. Wo ist denn unser Pilot, wenn man ihn braucht? Ach, seid ihr schon am Flughafen? Ja. Oh, sorry. Wie steht der Privatjet von dir, von X16 Airlines? Nein, niemand klaut ihn, nein. Da oben ist der. Meiner. Da oben. Oh mein Gott. Oh. Nein. Warum hast du das gemacht? Und so krass weggehext. Das war aus Versehen. So krass weggehext. Das war echt aus Versehen. Oh Gott, ich muss den Blutfleck beerdigen. Ich weiß nicht, Blutfleck beerdigen. Wie macht man das denn? Indem ich mich da drüber stelle und tue, als wäre das meiner. Nochmal streicheln und ein bisschen pustest. Ja. Ruhe und Frieden. Jo. Ich warte einfach hier oben. Mein Flugzeug. Oh, cool. Was denn? Du bist mir ja einer. Wie hast du das denn gemacht, Curry? Ja. Vielleicht so. Mit einer Menge Fantasie. Hey, bei mir bist du unsichtbar. Wie? Hä? Ich seh dich nicht mehr. Oder ich wollte gerade aufschlagen. Wer ist denn diesem Heli hier? Das war doch 616, oder? Seh dich nicht. Jetzt sehe ich dich wieder. Der ist noch gar nicht hier. Nur noch ungefähr 18 Sekunden, dann bin ich da. 18 Sekunden. 17. Alles Boarding. 16. 15, 14, 13, 12, 11, welche Boarding Lane sind 10, wir denn? 10, 9, 8, 7, 7 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3 2, 3, 1. Okay, da müssen wir wohl zum Konkurrenten. Das war oh nein! Da kommt unser Pilot. Einfach nur pff. Und Rishi ist auch nie wieder. Wo ist Rishi hin? Weißt du, der Urlaub hat noch nicht einmal angefangen, wir haben schon Probleme. Da ist sie! Oh, Rishi! Was macht Rishi da? Warum so aggressiv? Rishi! Sexy wie okay. Machen wir jetzt Jetsurfing? Guck mal, ich kann so hochspringen. Wo ist unser Pilot? Boah, Curry, du siehst super psycho aus gerade hier bei mir. Warum das denn? Deine Augen sind so weit aufgerissen. Hä? Ja! Heli-Stunt. Nein, kleiner, das stimmt Futsu, gar nicht. Ja, guck mal, in GTA bist du der Kleinere von uns beiden. Ha! Ja, aber nur weil du hochhackige Schuhe anhast. Hab ich auch im Real Life. Dann bist du trotzdem größer. Wie du immer echt hinten alles weghäckseln könntest damit. So, ist unser Pilot da? Ja! Alle mal einsteigen, ab in den Urlaub. Wo ist Michael Ballack? Oh mein Gott. Der fehlt. Rishi muss dort, ja, ich will dort. die Eiche müssen. Oh. Tommy! Oh, ich Tommy! Ich weiß nicht. Ja. Und dann haben plötzlich die anderen gespielt, weißt du? Ey. Oh, da ist mein Wrack. Ich weiß auch nicht, was der Tommy meint. Ah, da hat er ich kann dafür gar nichts. Herzlich willkommen an Bord 616 Gesundheit, 616 Airlines. Wir befinden uns auf dem Flug nach Los Santos, von Los Santos nach Los Santos. Von. Curry, du bist meine Stewardess. Nein. Doch. Nein. Schmink dich und zieh dich. Rishi ist eine Stewardess. So, wir müssen jetzt auf Flo warten. Jetzt ist Flo am Knüppel oder was? Ja, ich bin gleich da. Da kommt er. Moment. Also, wie machen wir das? Wo landen wir? Ja, du musst einfach gleich irgendwie aufs Meer rausfliegen und dann halt einen Landeanflug machen. Auf diesem Flughafen hier. Ah, okay. Ich grüße jetzt mal die Jungs im Stream, aber ich glaube nicht, dass sie das sehen. Das muss man ja machen. Hashtag LPT Live. Ich mach mit. Okay. Wir sind ja eh im Flugzeug, also. Kann man eh nur rumtwittern gerade. Ja, genau. Okay. Also echt so. Machen wir mal. Walle stinkt nach Apfelmus. Ich meine Heideltraut. Grüße an die Jungs im Stream. Hashtag LPT Live.
Sind gerade in der GTA. Ne. Grüße an die Jungs im Stream. Ach, das reicht, twittern. Ich war für so einen Tweet, ich lese den auch immer tausendmal durch und weiß, ich bin immer ganz, ganz pingelig, was das angeht. So, wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Wir sind, also ich, auf jeden Fall. Achso, und von denen gibt gerade die Systemplatte den Geist auf, lese ich gerade. Aha. Vor eine Minute gepostet. Das ist natürlich schlimm, ne? Sorry. Was denn? Deine Ansage. Nein, du musst erst fliegen. Wir sind doch in Wirklichkeit noch gar nicht hier. Oh, nö. So. Gib erstmal ab. So, fliegen hat sie jetzt in Urlaub. Ja, also genau. Und wenn wir gleich einen anderen Anflug machen, dann beginnt halt diese Kurzgeschichte, oder? Eigentlich hätte auch noch jemand am Flughafen mit dem Taxi warten müssen. Oh. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Ich nicht. Na, jetzt auch nicht mehr. Oh, jetzt nochmal Alchemist-Musik. Verdammt, ich kann hier nichts abspielen. Machen, sowas. Ist der Beat. Ich glaube, ich habe keine mehr. Huch. Doch, was ist das? Das war ein spontaner Beat. Spielt hier gerade jemand von euch Musik ab? Nein. Das ist im Radio. Ach so. Ich habe hier gerade vorher die Paras irgendwie. Also ich bin nämlich ein bisschen übermüdet. Aber cool. Ah, schön. Was denn? Ich höre gar nichts. Nee, ich höre es ganz leicht. Da. Irgendwie ja, aber sowas. Das ist doch das Radio, oder nicht? Nein, ist Gott. Das ist Gott? Was? Hä? Nein, oh ist Gott heißt der Song. Ah. Ich höre doch gar nichts. Ja, so ganz leicht hört man das. Meinst du bei GTA jetzt, oder was? Ich bin halt verwirrt. Ich höre auch nichts. Du darfst nicht so weit raus. Ach, Alter, was eine Aussicht. So. Flughöhe der Hashtag erreicht. Heute bei der Sendung ist übrigens Friseur. Hashtag Friseurtermin. Naja, jetzt ist er auch egal. Hashtag Friseurtermin? Ja. Leute! Arriba! Und so! Ja, wir müssen langsam mal anfangen, aber du bist gerade ein bisschen zu hoch. Ja, ich weiß nicht, von mir aus können wir anfangen. Ne? Ja, dann. Es geht in den Urlaub. Aber der 616 muss die Ansprache machen. Okay. Meine Damen und Herren, wir befinden uns gerade am... Hä? Nochmal. Lass dich nicht von den anderen abhängen. Okay. Mann, das ist so fies. Okay, Damen und Herren, wir befinden uns gerade am Landeanflug auf Los Santos International Airport. Ja! Ja! Drück sofort die Klingel, ich will noch einen Rotwein. Drück die Klingel, noch einen Rotwein vorm Land. Ach, mein schön. Gott. Seid ruhig, ich will den Kapitän nicht. Bereiten Sie sich auf eine Notlandung vor. Was? Warum? Ich wollte den Kapitän jetzt aber doch... Was? Nein? Nein, nee, ist das Fahrwerk schon ausgefahren? Ah. Klingel. Und. Oh mein Gott. Oh, schön. Und gelandet. Klasse. Wir sind in Los Santos, meine Damen und Herren. Also das mit der Notlandung ist immer so eine Vorsichtsmaßnahme, weil man weiß ja nie. Man soll immer auf den Tod vorbereitet sein. Ja, ich gewähre ja keine Sicherheit, deswegen. Genau. Aber sie bringen uns immer ans Ziel. Vielen Dank dafür noch. Ja, 616 Eyeline. Ja. So. Eyeline. Tod oder live. So, da sind wir jetzt hier, ne? Meinst du, wir fliegen durch nicht bezahlt? Was? Da sind wir jetzt hier. Ja, da sind wir jetzt hier. Da sind wir jetzt. Ich suche gerade den Text hier dazu. Da sind wir gerade. Man hört den Flo ganz leise nur. Man hört den Flo nur ganz leise? Ja. Ja. Oder auch gar nicht. Irgendwas ja, wir gucken gerade. Ja, ich glaube, also. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Hallo. Hallo, Flo. Ich habe mich gefragt, ob wir dich durch den Zoll bekommen. Warum das denn? Weiß nicht. Ist immer schwierig. Ihr habt doch immer die Waffen dabei. Ich habe keine Waffen dabei. Natürlich. Außerdem
Wir sind da schon ausgestiegen. Sie sind zu früh ausgestiegen. Ups. Oh mein Gott, jetzt werden wir... Jetzt kommt die US-Armee. Hat keiner gemerkt. Einfach schnell wieder einsteigen. Vor allem bei Privatjet geht das gut. So, einmal so. Bitte parken. Einmal schön einparken. Oh, so. Wunderbar. So, wir sind echt im Urlaub, Leute. Ja! Endlich! Und jetzt? Oh, schön. Cool. Hallo. Den Koffer holt ihr ab, ne? Wir gehen dann schon mal los. Ja, könnt ihr schon mal ein Taxi holen? Ich besorge den Taxi. Wo ist die Kneipe? Aber wo ist denn hier das Kofferband? Und warum sind wir jetzt hier auf dem Rollfeld? Soll das so sein? Warum ist es hier so neblig? Ist es bei euch auch so neblig hier? Ja. Nein. Hier sieht es aus wie ein Silent Hill. Ah, unser Auto wurde schon mal geliefert. Hier ist auch gar keiner. Weetzel News. Sind wir im falschen Flugzeug gewesen? Warum ist denn hier keine Menschenseele? Und warum hat Rishi eine Maske auf? Presse kommt. Hier vorne Strohlicht. Presse kommt? Oh, Weetzel News. Weetzel News. Oh mein Gott. Aggressiver Pilot. Studio 70 hier wieder. Mit dem fetten Pressebus. Lass mal alle einsteigen. Aber man kann hinten nicht einsteigen im Pressebus. Nein. Oh. Ist natürlich doof. Ja, das ist ganz schön scheiße. Ja, was ist das denn hier für ein Urlaub? Ich meine, das frage ich mich aber auch, du. Hier geht ja nichts. Na komm, wir fahren erstmal ins Hotel, oder? Ja, okay. So, geht's. Wisst ihr denn noch, wo das Hotel war? Bin mir da nämlich relativ unschlüssig gerade. Ich glaube, wir werden sehen, wenn wir dran vorbeifahren. Okay, ja gut. Es ist gerade wirklich sehr trostlos bei mir. Ja, und ich höre einen Flo im Hintergrund. Hört ihr mich nicht mehr, richtig? Jetzt wieder. Ja, jetzt. Das ist komisch irgendwie. Was machst du denn die ganze Zeit? Eigentlich gar nichts. Scheinbar hier ein Wackelkontakt irgendwo. Ah, okay. Achso, das kann sein, ja. Sag mal, wer von euch hat hier gerade noch Nebel und Grau und Dunkel und so? Bei mir ist es hier auch, ja. Bei mir ist es abends, ja, genau. Ja, aber kein Nebel. Boah, wie sieht das hier super gruselig gerade aus irgendwie. Das ist voll komisch. Ah, okay. Du bist in einer Spiegelwelt. Ja. Bist du gerade im Pineview Drive? Der Nebel. Boah, hör mir auf, ey. Wo ist der Clown? Boah, hör mir auf. Ja, was ist denn hier? Hier, Pineview Drive, ne, Leute, haut rein. Was? Nee. Ja, haut rein, los. Nee. Ich habe ja nur noch 3 Tage, dann habe ich es endlich hinter mir, ey. Ja, das ist schön für dich. Bei dir macht's auch Spaß zuzugucken, echt. Boah, guck da nicht zu, es ist einfach nur peinlich. In den nächsten Folgen wird's auch wirklich extrem peinlich, einfach weil ich einmal irgendwie so mich krasse, dass ich mich so krass erschreckt, dass ich echt ins Mikrofon spucke, so. Ja, man sieht's nicht, aber man hört es halt, ey. Hast du den Popschutz danach in den Trockner gelegt? Boah, ich habe ihn erstmal rausgehängt und dann desinfiziert, ey. Wer schießt denn hier rum? Wer hat denn hier rumgeschossen? Ja, jetzt ist es bei mir auch nebelig. Was ist denn das hier für eine Stadt? Wer hat sich denn den Urlaubsort hier ausgesucht? Mann, Leute. Ist ein bisschen komisch. Ja, ich glaube, wir kommen halt auch zu einer schlechten Uhrzeit hier an gerade. Ja, das denke ich aber auch. Aber ich dachte irgendwie so Sonnenschein. Aber da soll man schon erwarten, ne? Was machst du da? Warum singst du? Oh, ich hab gehört, wir nehmen eine Abkürzung. Abkürzung! Ach, so Abkürzung! Cool. Ist ja super. Aktiviert Abwehrkräfte. So. Was? Oh, falsche Seite. Ah, ist das schön. Das Licht, soll ich das Licht rausschießen? Was? Schön ekelhaft hier. Schön ekelhaft hier. Ich glaube, hat das kaputt gefahren. Ich glaube, da hinten links sind so Wolkenkratzer. Aber ich erkenne sie nicht. Ja, also bei mir ist es jetzt auch mega neblig. Ich glaube, wir sind einfach, wie spät haben wir denn? Wir sind wirklich in Silent Hill. Ja. Wir haben kurz vor 5. Alter! Silent Santos. Leute! Aus Versehen sind wir im Urlaub. Ich dachte, wir sind hier im Urlaub. Schießen hier erstmal die Reifen kaputt. Das ist jetzt ausgeglichen. Toll. Und der Akku ist leer. Sehr schön, Leute. Mann, jetzt versaut ihr direkt den Urlaub. Der Akku ist leer? Nein, Quatsch. Achso. Ich hatte von einem Drucker. Von einem Pad. Von meinem Pad? Vom was? Drucker? Boah, es wird immer nebliger. Ja, es ist seltsam. Jetzt fehlt nur noch die Golden Gate Bridge. Ja. Das ist der größte Reinfall überhaupt, ey. Oh, sie ist so schön. Ja, wir waren drauf. Wir konnten sie nicht sehen, aber wir waren drauf. Oh, war dann wieder alles zu mit Wolken oder was? Aber sowas aber von, extrem. Da hat man gar nichts gesehen. Du konntest sie nicht sehen. Also du konntest nur sehen, dass du unten, also dass du auf ihr drauf warst, aber wenn du hochgeguckt hast, nur weiß.
Aber es war auf jeden Fall trotzdem ein krasses Erlebnis, weil es der krasseste Sturm aller Zeiten war da oben. Boah, ja, das war richtig heftig. Das war richtig heftig. Ah, so, das Parkplatz. Hotel! Jo. Wir sind übrigens gerade voll am Schauspielern hier. Ja. Ja, so, endlich sind wir da. Können wir bitte zu Johnny Rockets gehen? Ja, wir gehen gleich noch Burger essen, aber erstmal gehen wir einchecken, oder? Sind wir dafür nicht falsch hier? Nee, Quatsch. Beim Johnny Rockets. Dann komm mal mit, ne? Überall. Das ist überall, Jamie. Ach so, ja, die müssen wissen genau, wo es lang geht. Ich weiß es ja nicht, ich hab ja... Oh, okay, ich bin falsch gelaufen. Wartet auf mich! Wartet! Es ist so... Ich höre zwar Polizeiautos, aber es ist trotzdem irgendwie verlassen hier. Raps gibt's hier. Gibt's schon mal Raps auf jeden Fall. Was habt ihr denn für Zimmer gebucht? Wer hat denn die Zimmer gebucht? Also ich hab's auch nicht gebucht. Ich wollte eine Suite haben. Wer hat die denn gebucht? Hat Rishi die wieder gebucht, bestimmt. Rishi? Die hat nur ganz viele Brillen gekauft. Rishi hat ganz viele Brillen gekauft, ja. Haben Sie das Zimmer gebucht? Haben Sie das Zimmer gebucht für uns? Mit der dreckigen Jacke. Ich glaube, der hat ein Stück Pappe für uns. Jetzt hört mal auf, den. Hey, das ist. Es geht nicht. Alter! Ich hab dir die Angst gemacht. Nein, ich darf die Straße rennen. Ich gar nicht, wenn es nebelig ist. Was habt ihr mit dem? Er war ein Monster. Nein. Das war kein normaler Bewohner. Das war echt kein normaler Bewohner. Das war ein Werwolf. Er ist ein Bodenfrosch. Ich glaube, wir sind auch in Watsonville gelandet hier. Oh Gott, wir sind in Watsonville, echt? Es ist gar nicht Los Santos. Oh mein Stimmt, Gott, ich erkenne es wieder. Es ist schon die ganze Zeit so komisch hier, ne? Ja. Der Unterschied ist, bei Watsonville ist, genau, hier gibt es Werwaschbären und Werwölfe und im Dorfzentrum ganz viele Galgen. Wo hast du uns hingeflogen, 616? Das ist eure Schuld. Ihr habt bei Wir fliegen sie in den Tod gebucht. Haben wir bei Wir fliegen sie in den Tod gebucht? Ich hätte skeptischer sein müssen. Aber... In Watsonville? Ihre Airline hatte doch so gute Bewertungen. Ja, für die Selbstmörder. Entschuldigung, ich wollte den Für die Mann Selbstmörder? Hier. Wie können die Selbstmörder denn bewerten? das ist das Letzte, was die machen. Kurz vorher geben die noch einen Daumen hoch. Ja klar, aber das zählt ja gar nicht. Mach mal ein bisschen Platz. Mach mal ein bisschen Platz und wir gucken mal, was die mit dem Mann machen. Ich glaube, der Mann nicht mehr, das ist zu spät. Ich glaube, der Mann ist, Na, komm, Leute. Es hat sich ausgebucht mit dem Zimmer. Warum stehen die dann jetzt einfach so hier und lassen den hier liegen? Ne, warte, die machen schon was, die wollen schon was machen. Lass die mal ganz kurz. Eine ganz komische Stadt hier. Guck mal, irgendwie kuscheln die gerade. Hä? Und jetzt gehen die einfach wieder. Komm, nee, warte, der bleibt noch stehen. Hä? Helft den Mann! Irgendwie sind das komische Leute hier. Hier ist alles so mysteriös. Was ist in der Stadt passiert hier? Helft den Mann! Hört auf, die Leute zu schlagen, auch wenn sie komisch sind. Warum helfen dir dem Mann nicht? Los, steh auf! Oh, Entschuldigung. Nein, ich wollte ihn wiederbeleben. Entschuldigung, helft Herzmassage. Warte, lass mich immer. Nein, Entschuldigung! Lass mich immer wiederbeleben, Herzmassage. Okay, warte. Okay. Nein. Oh. Hallo. Er war sowieso ein komischer Kerl. So. Nein! Nein, Rishi, Entschuldigung. Geh weg. Warte mal. Wir hatten doch noch was vor, oder? Was hatten wir denn vor? Leben! Wiederbeleben! Nein! Wiederbeleben! Curry, das klappt nicht! Nein, Ich bin ein Mörder! Ja, in Watsonville. Leute, was machen wir wieder hier? Man darf uns nicht improvisieren lassen, das ist Nein, das ist klar. Wiederbeleben! Oh mein Gott, es ist auf einmal sonnig hier! Die Polizei hat ihn mitgenommen. Ihr seid in einem Traum, ihr müsst sterben. Wie, wir müssen sterben? So? Ihr müsst sterben, dann ist es wieder sonnig. Ach, also, was? Ich bin gerade in einer anderen Welt. Ist das ein Klartraum hier, oder was? Ja, ihr müsst sterben. Los, Curry, wach auf. Okay, du musst aufwachen. Ich will aufwachen. Ja, ihr müsst auch erwachen. Wacht auf, los. Wach auf. Helft uns! Jawohl. Oh Gott, ja! Oh, wie und auf der seht Motor ihr die Sonne? Seht ihr die Sonne? Ich sehe die Sonne. Noch nicht. Ich sehe die Sonne so ein bisschen, ja. Aber das ist immer noch nicht die Welt, wo ich hin wollte eigentlich. Ja, es ist sonniger, aber immer noch neblig. Was? Das ist komisch. Ich glaube, wir sind noch in so einer Zwischenwelt gefangen. Ja. Ja. Eine alternative Zwischenwelt. So. Zwischen Leben und Tod irgendwie. Guck mal hier, die Leute, sie sind alle Limbo. So komisch. Jetzt müssen wir eine Inception durchziehen. Jeder hat ein.
Stimmt, das gab's auch noch als Kurzgeschichte. Das heißt, wir sind gerade im Traum, von einem Traum, aber wessen Traum? Ich glaube, Rishis. Ich bin schon wieder tot. Rishis Traum, deswegen sind wir auch alle eigentlich nackt. Nee, der von Kim Jong-il. Dill. Oder von Kim Jong-il. Hunde Ill. Vielleicht sind wir ja im Traum von Kim Jong-il, aber Rishi hat dann weitergeträumt und wir sind... Ja, und dann hat Tommy nochmal weitergeträumt. Hört mal auf zu träumen jetzt. Und deswegen sind wir in Watsonville. In Los Santos. Und dann haben sich die Träume irgendwie überschnitten. Genau, in den einen Traum waren wir auch in Silent Hill. Das heißt, das müsste eigentlich mein Traum gewesen sein. Und in den Traum, in dem wir geflogen sind, waren wir also in 616s Traum. Schöner Traum. Aber was träumen wir, wenn wir jetzt in Currys Traum gehen? Das wollte ich gar nicht wissen. Ich glaube, das endet nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob wir das hier auf YouTube zeigen sollten. Oh Mann. So. Oh, wir müssen die Folge, glaube ich, beenden, oder? Ich habe absolut nicht die Zeit geachtet. Ja, also die Kurzgeschichte haben wir jetzt total durchgezogen. Wir haben Elemente von der Kurzgeschichte auf jeden Fall reingebracht. Ja, wir können in der nächsten Folge können wir das dann nochmal mit dem Strandausflug probieren, wenn ihr wollt. Das können wir machen. Also aber, mal so richtig. Aber wir haben ja jetzt gelernt, dass wenn die Leute uns die Kurzgeschichten schicken, dann lasst uns echt viel Raum zur Interpretation, weil ihr seht dass das irgendwie... Es ist irgendwie lustig, ne, was da so rauskommt. Ja, kommt der große Scheiß immer bei also raus. Wir sind, wir haben jetzt, Alter. Wow. Hallo, ja, hörst du bitte auf? Hörst du bitte auf, mich zu schlagen? Rambogia, den Namen, den du mir gegeben hast. Nein, Bondoria. Bondoria, noch besser. Okay, das war eine sehr interessante Folge, sie war sehr gruselig, muss ich sagen. Ja, sehr aufklärend, auf jeden Fall. Und sehr aufklärend. Und jetzt ist der Nebel weg. Das ist mysteriös, ich sag's dir. So ein bisschen ist er noch da bei uns. Ja, noch ein bisschen, ja, genau. Aber weißt du, wer gleich weg ist? Wer denn? Die Alchemisten. Was das für eine linke Sau ist. So eine Schweine. Komm, ich würde sagen, wir hören an, wir verabschieden uns und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und okay, machen wir das. Sagen jetzt alle, bye-bye. Bis dann. Tschüss. Bye-bye. Ciao. Und jetzt der Endscreen für die Alchemisten. Kachinka. Panik. Panik, oh, Panik, Panik. Oh, Panik. Black Hawk down. Was? Fire in the hole! Fire in the hole! So, Cory, wo bist du? Hole! Fire in the hole! Enemies down! Roger there. Er versteckt sich irgendwo. Oh, nein! Die Cops kamen uns zuvor, oh mein Gott. Oh mein Gott, na gut. Oh, Rishi, was für ein. Ja, müssen wir es dabei belassen, die Cops haben es gerichtet. Dann halt in der nächsten Folge, könnt ihr es ja lass genau sie uns. Danke für die Cops, an die Cops, so. Tschö.